Der helle Kahnsinn. Axel Kahn trifft Florian Hüttner. Florian Hüttner ist Musical-Darsteller und Schauspieler. Er steht als Ensemblemitglied am Gärtnerplatztheater in München auf der Bühne. Er spielte unter anderem in den Stücken Hairspray, Faust, Bussi, das Musical sowie der Spooky Tour 2020. Seine Leidenschaft ist Musik. Er spricht wienerisch sowie bayerisch und ist ein Freund der Jazzmusik. Privat ist er mit einem Mann liiert und geht ganz offen mit seiner Homosexualität um. Der helle Kahnsinn. Axel Kahn trifft seinen prominenten Gast Holger Menzel. Holger Menzel ist deutscher Schauspieler, Synchronschauspieler, Sprecher und Regisseur aus München. Er spielte und führte Regie in Filmen wie Laufbaby und unzähligen Musikvideos, unter anderem für Nino De Angelo. Gebürtig aus Ostdeutschland erlernte er das Filmbusiness bereits 1997 auf der Metro TV School für Film und Fernsehen in Sydney, Australien. Und hier ist der Mann, der bei beiden Gästen genau nachfragen wird. Hier ist Netzwerker und Gastgeber Axel Kahn. Na, liebe Zuschauer, das wird doch garantiert wieder eine unterhaltsame Sendung heute vom Hellen Kahnsinn. Ausgabe 14, Axel, neue Staffel. Letzte Woche sind wir gestartet. Jawohl. Und wir sind ja auch in einer ganz tollen neuen Location. Ja, wir sind hier, liebe Zuschauer, in Carré. Ja, das ist hier das Möbelhaus in München, genannt auch Kraftwerk. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Location bekommen haben für den Dreh. Fantastisch, wenn wir jetzt Zuschauer hätten, würden die alle klatschen hier, ne, im Studio. Aber wir sind bei Carré, heißt das. Ja. Ich darf begrüßen heute zum Hellen Kahnsinn, zu meiner Linken Florian Hüttner, zu meiner Rechten Holger Menzel. Beide Schauspieler in dem Genre tätig. Und Holger ist aber auch Regisseur. Ja, wir haben vor der Sendung ein bisschen rumgemacht, wie man dieses Wort ausspricht. Da hast du mir gesagt, Mensch, sag doch einfach Director. Warum bist du beides, beziehungsweise warum wird man erst Schauspieler und dann, ich sage jetzt, Director? Zum Beispiel, große haben es vorgemacht, Kevin Costner war auch Schauspieler oder ist noch Schauspieler, ist aber auch Director. Ja, vielen Dank für das große Vorbild. Das hätte ich gern so, aber so ist es leider nicht. Eigentlich war es bei mir eher andersherum. Ich bin auf die Schule gegangen in Sydney, Australien, habe dort eine Ausbildung gemacht zum Cutter und Regisseur. Und dann zurück in Deutschland habe ich beim Fernsehen gearbeitet und habe dann quasi nebenbei eine Schauspielausbildung noch gemacht. Mhm. Darf ich ganz kurz fragen, ja, weil du hast mir die Frage schon vorne weggenommen. Mhm. Es gibt doch hier Schauspielschulen en masse in Deutschland und auch in Europa. Warum ausgerechnet Australien? Nein, in Australien war ich ja nicht auf der Schauspielschule. Australien war ich quasi auf der Metro Television Film School und da habe ich dann Regisseur und eben Editing und so Sachen gemacht. Okay. Und warum Australien? Ja, Australien ist zunächst mal ziemlich geil, das kann man mal so festhalten, spontan. Und meine damalige Freundin, jetzt Frau, seit, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, weil ich glaube, sie wird sich das anschauen. Also, 23 Jahren. Oh, Chapeau, Chapeau. Ne? Ja, sind wir jetzt verheiratet und die ist damals mit ihrem Job nach Australien gegangen und hat dort bei Deutsche Corporate Bank irgendwie irgendwas gemacht und kam tatsächlich eines Tages zurückgeflogen, hat ein Ticket in der Hand gehabt und hat gesagt, du musst mitkommen. Und ich so, hallo? Ja? Nein? Doch? Und so ist das gelaufen, bin ich also mitgeflogen und dann habe ich mir da die Schule gesucht und habe die Ausbildung gemacht. Okay, dann aber den Step vom Schauspieler zum Director ist wieder was anderes, glaube ich, ein Stück weit, ne? Den du dann irgendwann gemacht hast. Wie kam das zustande? Was waren so deine ersten Rollen eigentlich? Wann hat man dich das erste Mal irgendwie auch im TV sehen können? Das waren, also ich weiß noch ganz genau, dass ich relativ spät angefangen habe zu spielen. Das war 2008 an der Bühne mit dem Stück Männerhaut. Ich habe Errol gespielt und das war ein sehr dankbares Stück für mich. Ich habe die Rolle natürlich geliebt. Und dann kam so der alte und auch mal so Langspielfilme, wo ich aber eben ja nicht die ganz große tragende Rolle bisher gespielt habe. Also ich denke ja immer noch, dass das Telefon irgendwann klingelt und dann, also es ist mir auch schon passiert, allerdings dann mehr so im Independent-Bereich, dass mich ein Regisseur angerufen hat und hat gesagt, hier, ich habe eine Rolle für dich, das ist die Hauptrolle, möchtest du sie spielen? Und ich, okay. Ich lese mir das durch und dann habe ich gesagt, ja, ist ziemlich toll. So ein zerrissener Charakter durfte ich da spielen, das war also richtig gut. Aber ich glaube nicht, dass mich die breite Öffentlichkeit jetzt aus dem Fernsehen oder so kennt. Das sind alles so eher Rollen, die jetzt noch nicht
den ganz großen Schauspielerdurchbruch bedeuten. Aber ist das nicht so das ganz große Ding, auf was man immer wartet im Leben? Das ganz große Ding, ne? Ich sage jetzt zum Beispiel Christoph Waltz, ne? Deutsche Ikone in Hollywood, muss ich sagen, ne? Ganz klar in dem Genre. Das große Ding, auf das man wartet, ja, das ganze Leben lang, dass man eine Hauptrolle bekommt, die einen international pusht. Ist das so? Das ist ungelogen. Teilweise schon so. Bei mir ist es so, tatsächlich. Also ja. Das ist der Grund, warum ich eigentlich auch in diesen Beruf so ein bisschen mit hineingegangen bin. Der Kick, dass man einfach, also nicht den Bekanntheitsgrad erreicht, sondern dass man einfach eine Rolle bekommt, mit der man etwas ausdrücken kann. Mhm. Also in die man hineinschlüpft und die wirklich was bedeutet, die also tatsächlich dann ein was bewegt. So, das wünscht man sich. Also die wirklich dann zeigt, okay, da ist ein Thema und derjenige hat das verkörpert, das Thema liegt ihm auch nahe. Sagen Sie irgendwelche... Gehe ich dazwischen, ne? Ich habe ja die angenehme Aufgabe, wenn ich auch mal was wissen möchte, sonst melde ich mich ja relativ selten. Wo wir gerade bei dem Thema sind und sprechen darüber, die Rolle, in die man hineinwachsen kann oder die man, wo man sich vielleicht selbst spielen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel Wilsberg kennenlernen dürfen, wenn man mit Leonard Lansing spricht, der sagt, ich spiele mich komplett selbst. Stromberg spielt sich komplett selbst. Ich glaube, das ist für einen Schauspieler, glaube ich, vielleicht das Allergrößte, so eine Rolle zu haben, wo man sich vielleicht gar nicht verstellen braucht oder schauspielerisch unbedingt groß abrufen muss, weil man sich sowieso selbst spielt. Das wäre meine nächste Frage ungefähr gewesen, ebenfalls. Und zwar das Thema, kann man Schauspiel eigentlich wirklich erlernen oder spielt man eigentlich wirklich sich selbst auch in gewissen Rollen? Ja, vielleicht nicht nur in einer Rolle? Also ich kann natürlich nur für mich jetzt sprechen und die Sache ist die, wenn jemand eine Rolle an mich hinanträgt, also und sagt hier, kannst du das, willst du das spielen, dann ist natürlich die Person de facto Holger Menzel gefragt, der diese Rolle denn ausfüllt. Ich habe dich als Bösewicht gesehen. Irgendwo. Und dann bin ich es auch. Also das heißt, das, was die bist Rolle du das? Ist. Bist du böse? Ja, ich bin dann böse. Ich wollte das jetzt gerade sagen, da bin ich nämlich also gefragt worden, ob ich mal einen Bösewicht spielen kann. Und dann war ich total erstaunt, was dort rauskommt. Okay. Und das ist das Spannende, weil im Leben, man verstellt sich ja immer ein Stück weit, man muss sich verstellen. Die Kinder machen das nicht. Die sagen einfach, wie der Schnabel gewachsen ist, frei, frisch, frei, fromm, so rum heißt es irgendwie. Mhm. Und wir Erwachsenen, wir verstellen uns. Und die große Kunst ist eigentlich die, dass man sich nicht verstellt, sondern dass man genau so ist, wie man ist und das rauslässt. Dann ist schon ganz viel gewonnen. Und die ganz großen Schauspieler, natürlich, die können dann sicherlich auch noch so Nuancen spielen, wenn man da jetzt nach Hollywood gucken will. Oder auch in Deutschland gibt es ja fantastische Schauspieler, die das eben können. Aber wenn man sich selbst präsentiert, und zwar so, dass man ungekünstelt das spricht, den fremden Text, also dann ist schon ganz viel gewonnen. Dann ist man schon ziemlich vorne dabei. Das, glaube ich, kann ich bestätigen. Aber was wir in Deutschland ein Problem haben, auch mit der Schauspielerei, mit der Kunst an sich, ja, dass in Deutschland, sage ich mal, in Anführungsstrichen, diese Filmbranche doch ziemlich klein hält. Es gibt ein paar Lieder, ja, wie Til Schweiger zum Beispiel, die auch international dann irgendwie vielleicht mal einen Wurf machen. Mhm. Ja, Sebastian Schweighöfer zum Beispiel, das sind die Jungs, die dann vielleicht, aber in Amerika wird das Ganze ja ganz anders gespielt. Da werden auch die Zuschauer beziehungsweise die Darsteller ganz anders gehypt. Ja? Da gibt es ja Serienstars ohne Ende, von denen habe ich gar nicht gewusst vorher. Ne? Das ist unglaublich. Mhm. Ja, es gibt ja richtige Stars. Und das ist auch der Unterschied. Ich glaube, in Deutschland gibt es jetzt in dem Sinn keine Stars. Es fällt mir tatsächlich nur jetzt ein ganz großer Name eben ein in Deutschland. Und ansonsten, oder vielleicht noch zwei, drei weitere, auch Damen eben, ja. Aber dann ist wirklich Ende. Und das Problem, was wir haben, wir gucken immer Richtung Hollywood. Und da passiert eben auch dann alles. Genau, und dort in Hollywood geht es nämlich auch, und da gebe ich jetzt mal ab zu meinem lieben Freund Florian Hüttner, gibt es auch ganz viele große Musical-Stars. Lieber Florian, ja. Ich freue mich, dass du heute da bist, dass du mein Gast bist. Danke, dass ich da sein darf. Du bist Musical-Darsteller. Genau. Wie wird man Musical-Darsteller? Ganz einfache Frage für unsere Zuschauer. Musical-Darsteller wird man auch wie ein Schauspieler durch ein Musical-Studium. Okay. Also man kann auf die Musical-Schule gehen und Musical studieren. Und das hast du gemacht wann? Wann hast du da angefangen? Ich habe erst die Schauspielausbildung angefangen und das war 2012 und habe dann gemerkt, aber so nach eineinhalb Semestern, das ist irgendwie gar nichts für mich. Also wirklich nur dieses reine Schauspiel für mein Fernsehen. Was war der Grund?
Faust war der Grund. Okay, tatsächlich. Hast du ihn spielen müssen? Oder? Ja, man muss halt die ganzen klassischen Monologe können, okay. lernen. Und ich habe wirklich damit starke Probleme gehabt. Und ich habe mich, ich weiß nicht, und ich war dann so, ach, das ist nichts für mich, glaube ich. Und ich habe mich dann parallel bei einer Musical-Akademie in München beworben und habe dann so einen Workshop-Kurs mitgemacht, was meine Aufnahmeprüfung war. Und da haben wir halt so richtig coole Sachen gemacht, wie Grease, The Rocky Horror Picture Show. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, das ist tausendmal besser. Und war dann auch deine Passion, ne, wahrscheinlich? Ja, genau. Und das Ding ist aber, natürlich auch im Musical-Studium hast du diese ganze klassische Situation, aber nicht so intensiv wie beim Schauspiel. Du spielst jetzt in München seit vielen Jahren am Gatterplatz-Theater. Genau. Glaube ich, ne? Verschiedene Rollen, oder ist das eine Rolle? Ist das es sind verschiedene Produktionen. Es war so in den letzten Jahren immer recht lustig, die gut gelaunte Rolle und darf jetzt, wie der Kollege, auch mal eine etwas bösere Rolle in meiner jetzigen Produktion spielen und ja, das ist schon mal ganz toll. Ja, bei dem Thema so Lernen, Faust und so weiter, habe ich in deiner Vita gelesen, du kannst Bayerisch und Wienerisch. Ja. Ich hätte jetzt mal ganz gern für unsere Zuschauer, bitte, einen schönen Wiener Schmäh. Okay, oh Gott, darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Aber also noch kein Quiz, die Quizrunde kommt später. Ah, gut. Der Klugscheißer-Oskar, den machen wir nachher. Aber jetzt vielleicht so ein Wiener Schmäh, irgendwie so zwei, drei Sätze. Ja, mei, ich hätte gerne eine Wiener Melange mit ein bisschen Sachertorten. Mei, das wäre jetzt so schön. Das ist hier alles so urschön, was wir hier machen. Ja. Kann ich nur sagen, Applaus? Naja, das geht wahrscheinlich noch besser. Großartig, großartig. Ich finde spannend, du hast mal gesagt, der Satz hat eigentlich zwei Bedeutungen, dass wenn man geschminkt ist als Musical-Darsteller, stark geschminkt ist, dann erkennt man, wenn man abgeschminkt ist, oder erkennt man dich nicht mehr, wenn man abgeschminkt ist danach. Ja, das heißt, der normale Schauspieler, der dann auf TV etc. und überall auch irgendwo erkannt wird, das ist bei Musical-Darstellern nicht so. Also wir reden nicht von Hollywood jetzt und von Amerika und den ganz großen Bühnen, sondern wir reden jetzt hier Gärtnerplatz-Theater in München, ja, was natürlich auch schon sehr bekannt ist etc., ja, in Bayern zumindest, ja, auch in Deutschland kommen viele natürlich auch nach München, um die Musicals anzuschauen. Aber wie ist so dein Empfinden, auch das Thema Selbstvermarktung? Also das ist in Deutschland generell, finde ich, das Problem als Musical-Darsteller. Das Problem ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass man die Musical-Darsteller etwas belächelt, weil die singen und klatschen nur und tanzen, aber dass das ja so eine enorme Geschichte ist, was man alles machen muss. Ich bin auch der Meinung, als Musical-Darsteller bist du auf der Bühne, genauso wie ein Theaterschauspieler, und wenn du was vermasselst, dann musst du wirklich improvisieren können. Beim Film und Fernsehen ist es recht oft so, dass man ja dann Möglichkeiten hat, es zu schneiden oder nochmal zu machen. Und die Anerkennung als Musical-Darsteller ist immer extrem weit unten. Also wenn man versucht, irgendwie Bekanntheitsgrade zu bekommen, es geht kaum. Es gibt natürlich immer ein, zwei Einzelne, die halt einfach auch schon mehr Produktionen gemacht haben, viele Hauptrollen gespielt haben, aber es sind halt auch wirklich nur wenige. Und es ist immer ganz interessant, da hatte ich 2015 eine ganz interessante Situation. Wir haben ein ganz erfolgreiches Musical gespielt in München und ich war auch einer der größeren Rollen. Und am Abend nach der Vorstellung bin ich in die Tram angestiegen und neben mir saßen ein paar Leute, die darüber geredet haben. Und da ist sogar meine Rolle einmal so ins Gespräch gekommen. Und ich saß so daneben und dachte mir, ja, ich sitze jetzt eigentlich neben euch, könnt eigentlich voll mitsprechen. Aber die haben mich nicht erkannt. Ja, Wahnsinn. Weil klar, ich habe Perücke auf, ich habe ein extravagantes Make-up. Es ist alles ein bisschen flippiger und ein bisschen auffälliger, als es beim Film und Fernsehen. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie Avatar spielt oder irgendwas Großes, Science-Fiction-mäßiges, hast du auch ein krasses Make-up. Da erkennt man dann die Schauspieler auch nicht. Aber ich finde, es hat natürlich ein Stück weit auch mit Deutschland zu tun, ne? Dass es eben hier die Schauspielerei, ne? Das Genre und eben auch ja, gerade Musicals natürlich nicht so transportiert werden, platziert werden, kommuniziert werden, glaube ich. Ja? Das habe ich schon früher verfolgt. Ich bin ja dann irgendwann bei Holiday on Ice gewesen. Da habe ich angefangen, als kleines Kind mal zu gucken ein bisschen. Dann war ich irgendwie bei
wie mit den Rollerskates, wie heißt das Ding? Starlight Express. Ja, Starlight Express und so weiter. Es wird alles natürlich international gehypt. Ja, und in Deutschland wird das alles sehr flach gehalten. Du hast aber dann, auch in der Pandemie, ne, da habt ihr ja beide, wie wir alle, glaube ich, enorme Probleme gehabt, sagen wir mal, aufzutreten, eben auch vor allen Dingen vor Publikum, ja, um eben auch, sag ich mal, in Anführungsstrichen Geld zu verdienen. Da hast du aus der Not eine Tugend gemacht und hast ein Studium begonnen. Das finde ich sehr bemerkenswert. Und zwar Pädagogik. Du unterrichtest Kinder an Schulen. Genau. Also mehr aus Not oder auch Leidenschaft? Also das Studium habe ich tatsächlich jetzt gerade erst angefangen. Okay. Durch die Pandemie bin ich verpflichtet gewesen, wirklich eine Situation zu suchen oder irgendwas, einen Plan B. Ich habe ganz lange, auch schon vor der Pandemie, habe ich Musical-Workshops gegeben für Kinder und habe halt einfach ein bisschen Kinderchor-Erfahrung gemacht und allem drum und dran und habe gemerkt, okay, die Kleinen, die Kleinsten bei uns, die kennen oft gar nicht das Theater. Eine Situation hatte ich, wo sie mir erzählt haben, dass Theater für sie Kino ist. Mhm. Oder wo ich erzählt habe, ich arbeite im Theater. Oh, cool, du arbeitest im Kino. Und da war ich dann schon so an einem Punkt, okay, viele Kinder kennen das Theater gar nicht mehr so. Mhm. Und ich habe lange überlegt, was mache ich? Und dann habe ich eine Möglichkeit bekommen, wo ich in die Pädagogik intensiver lernen darf und auch mit den Kindern viel mehr intensiver arbeiten darf und dachte mir, okay, ich habe diese Chance bekommen und ich möchte das jetzt einfach machen. Und da komme ich aber so ein bisschen darauf zurück, wie auch in unseren anderen Sendungen, auf das Thema Werte. Ne? Ich meine, Kinder ist der größte Wert, glaube ich, der uns bleibt, ja. Wenn wir mal nicht mehr sind, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, du hast dann auch, du lebst auch in diesem Job ein bisschen Werte wie Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, etc., all diese Dinge. Du unterrichtest Kinder, die Kinder können von dir lernen. Ja? Ja. Ist das für dich Erfüllung? Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich ist auch eine Erfüllung für mich, auf der Bühne zu stehen. Aber ich finde gerade diese Situation, diese zwei Genres zu verbinden, mhm. mit Kindern zu arbeiten und denen diese Welt des Musicals, der Bühne, die klassische Musik, denen das zu vermitteln, die wissen, die kennen das gar nicht. Eine unfassbare Aufgabe, wie Nadel im Heuhaufen, ja. bisschen, ne? Hier in, ja. Deutschland, finde ich. Ja. Aber ich muss sagen, bis jetzt lohnt sich's und bis jetzt sehe ich von den Kindern wahnsinnig viel Interesse und wahnsinnig, die haben Lust, einfach auch neue Sachen kennenzulernen. Wenn ich von diesen Werten spreche, Thema Leidenschaft, Nächstenliebe, auch Hilfsbereitschaft und so weiter, gibt es ja bei mir in der Sendung auch ein ganz großes Thema, das ist das Thema Erfolg. Ja, Holger, an dich die Frage, was bedeutet für dich Erfolg oder wie definierst du Erfolg für dich in deinem Leben? Ja, weil wir Männer zum Beispiel, kann ich nur bestätigen, für uns war immer Erfolg, Luxus, Autos, Uhren, Häuser, bla bla bla, ja, etc. Aber ich glaube, man kann es mit anderen Werten auch definieren. Wie ist es bei dir? Das ist in der Tat eine eher schwierige Frage, weil... Für viele Männer, ja. Ich würde... ja, nein. Also, ja, nein, ja, genau. Ja, ich fahre leider kein Porsche und auch kein anderes großes Auto. Also groß ist es schon, aber es ist halt eher so ein Bus, ja. Und ich würde mich als ständig Suchender irgendwie bezeichnen. Mhm. Und das hat damit zu tun, mit diesem Wert. Weil es war natürlich schon sehr befriedigend und das ein Stück weit ein Wert, mit jemandem mal zu arbeiten, mit einem Künstler zu arbeiten, der halt einfach einen unheimlichen Bekanntheitsgrad hat. Komme ich gleich drauf. Das war auf jeden Fall, also das war ein Stück weit befriedigend und hat einen Stellenwert für mich. Mhm. Aber ansonsten gibt es natürlich so Projekte, mit denen man macht und bei denen man eben sucht, was befriedigt mich damit? Wie kann ich mich künstlerisch da so einbringen, dass es genau das erzählt, was ich möchte, ohne Mainstream zu machen. Also ohne zu sagen, es muss jetzt jedem gefallen. Mhm. So, und das ist eine Freiheit, die ich mir einfach versuche zu nehmen, egal was ich mache. Also ich spiele Saxophon, ich stehe auf der Bühne als Schauspieler und ich mache Regie. Und da sagt viele, um Gottes Willen, Multitalent. Nein, bin ich nicht. Ich bin kein Multitalent. Mhm. Sondern es ist immer die Suche danach, eine gewisse Erfüllung zu erleben. Weil einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Job habe als Regisseur, und auch nicht als Schauspieler, dann bin ich total unzufrieden und kann mich selber nicht leiden. Und dann brauche ich irgendwas, wo ich diese Erfüllung wieder bekomme. Und dann hat eben das Saxophonspielen einen gewissen Wert.
Und das hat dann sogar so hohen Stellenwert erlangt, dass ich eben in Altersheime gegangen bin, bei den alten Menschen, und habe Saxophon gespielt für die. Jetzt auch in der Pandemie, auf dem Hof und so. Cool. Weil einfach ich dachte, die haben was davon und ich habe was davon. Ich kann auftreten, das hat für mich einen Wert. Mhm. Und dann habe ich auch festgestellt, dass das tatsächlich in den Augen von den Leuten, von den älteren Menschen dort, also gibt mir ein bisschen eine Gänsehaut, weil das war wirklich krass. Man sieht, da passiert was in den Augen. Und ja. Das ist. Ich glaube, den größten Wert, den wir auch haben, ist natürlich eben zu geben. Ja, auch ja. Wenn wir in Anführungsstrichen, sagen wir, wenig haben, egal wie. Ja, meistens wird es materiell definiert, aber einfach zu geben, ja, den Menschen was zu geben. Ein Stück was zurückzugeben, irgendwie in irgendeiner Form. Mhm. Und angefangen hat das mal Weihnachten. Bin ich mit einer Sängerin da rein und habe das gesehen, wie das da abläuft. Und habe gesagt, das ist ja so. Also, trostlos. Man kann sich nicht nur trostlos, die geben sich ja Mühe, alle Menschen ringsherum. Trostlos wäre jetzt irgendwie undankbar den Pflegern gegenüber, die geben sich wirklich Mühe. Aber es ist trotzdem eine Situation, wo ich denke, um Gottes Willen, hier kann ich was tun. Okay. Vielleicht mal auflockern. Und wenn es nur eine Note ist, die mal erkannt wird, es sind ja auch Musiker dann dort drin, gewesene Musiker. Und das habe ich erfahren, das war dann wirklich, das war toll, ja, hat mir gefallen. Musik ist doch das beste Thema, das ist nämlich neu bei uns beim Hellen Kahnsinn, liebe Zuschauer. Und heute bei uns zu Gast eine Frau aus Baden-Württemberg, aus dem schönen Örtchen, ja, man muss schon sagen, Städtchen, Crailsheim. Carm Lehmann bei uns auf der Bühne mit ihrem Feuerwerk. Viel Spaß. Sag, spürst du das Feuerwerk? Gefühle, völlig ungeklärt, fühlst du diesen Beat in dir, fliegst du heute Nacht mit mir. Willst du, was das mit uns macht? Das wird heute unsere Nacht. Gedanken, in die ich mich verliere, da noch dieses Kribbeln in mir. Verstand, Gefühle außer Rand und Band. Zeit und Raum spüren wir heute kaum, weil wir auf Ewigkeit vertrauen. Ein Hauch zieht an mir vorbei, plötzlich fühle ich mich frei. Wir lassen Sterne regnen, wenn wir uns begegnen. Ich fühle immer.
Dankeschön an Carmen Lehmann. Und jetzt geht's weiter mit zwei spannenden Persönlichkeiten und ja, dem Chef. Bitteschön. Holger, wir waren bei dir stehen geblieben beim Thema Werte etc. Aber du hast auch eine großartige Geschichte gemacht, wo du ein bisschen auch raustreten konntest, sag mal, an die Öffentlichkeit, eben auch mediale Begleitung hattest. Du hattest unfassbare Millionen Klicks auf YouTube, weil du das Video von Nino D'Angelo gedreht hast. Ja, das stimmt. Also. Jeder kennt, liebe Zuschauer, Nino D'Angelo, Jenseits von Eden. Ja? Ich glaube, sehr, sehr bekannt, auch international bekannt. Ja? Mhm. Auch durch seine natürlich Lebensart und Lebensweise etc. Ja, hat auch viel erlebt, der Junge. Wie bist du ihm begegnet und wie hat sich das dann oder wie hat das stattgefunden? Ah, das war in der Tat eher ziemlich witzig. Also durch einen bekannten Künstler, Entertainer und Schauspieler, den ich auch wiederum mitten in der Nacht in einem Wald auf einer Parkbank getroffen habe und wir uns unterhalten haben. Ist das jetzt ein Spielfilm oder ist das ernst? Nein, das ist ernst. Das ist tatsächlich Nacht passiert. Auf der Parkbank, welche Uhrzeit? Das war bestimmt also nach 12 Uhr. Ach, irgendwo haben die Crew hat irgendwo gedreht mitten im Wald und wir haben da gesessen und gewartet. Und dann war das der Dave und der Dave hat mich dann, wir haben uns vorgestellt, wer wir gegenseitig sind, Dave Kaufmann. Und dann sagt er so irgendwann, okay, du weißt was, ich habe Lust, ein Musikvideo zu machen. Ich habe das auch schon angefangen und ich möchte dazu den Nino holen. Und der hat so gut wie ja gesagt. Und dann haben wir das ein bisschen weiter gesponnen da und ich sage, du, ich bin zufälligerweise auch Regisseur. Ich mache dir das Video. Und dann war das Gigolo-Video und das kam tatsächlich zustande. Und dann haben wir das Gigolo gedreht und da habe ich den Nino kennengelernt. Und das wiederum war auch ganz spannend, weil der Dave hat gesagt, du musst da und da hinkommen, das ist das Tonstudio und da wird eingesungen. Ich komme da hin und setze mich da so hin und höre, wie jemand da eben ins Mikrofon rührt, richtig rührt. Das war richtig, richtig toll. Und ich wusste aber gar nicht, wer das ist. Klar, Nino, den Namen hatte ich schon mal gehört und vielleicht kommt er, vielleicht nicht, ich wusste nichts. Und dann kommt er raus und ich kenne ihn aber nicht vom Sehen her. Und dann sage ich, hast du das eben gesungen? Und er sagt, ja. Ich so, geil. Das war unsere erste Begegnung und seitdem irgendwie haben wir immer wieder so ein bisschen Kontakt miteinander gehabt. Ich habe ihn dann eingeladen zu meiner Filmpremiere, Lauf Baby. Ich habe einen Spielfilm gedreht und habe ihn dazu eingeladen und er war tatsächlich im Publikum und ich habe ihn dann auch begrüßt und das war im Kino in Biberach und dann war eine Weile Funkstille und aber irgendwann kam er dann mit dem Song um die Ecke und was hältst du davon? Und ich so, ja, der macht mich ziemlich, also der nimmt mich sofort mit. Mhm. Das war gesegnet und verflucht. Und ich habe sofort eine Geschichte geschrieben, weil mich das einfach interessiert hat, das Thema, was er da besingt. Und noch eine zweite Geschichte, noch bevor ich überhaupt wusste, was jetzt daraus werden sollte. Einfach, weil es mich interessiert hat, weil es mich wirklich mitgenommen hat, der Text. Und dann ging das noch eine Weile hin und her. Da meinte er, hast du nicht Lust, das Video zu machen als Regisseur? Und dann sage ich, ja, voll, wie gefallen die Geschichte? Ich habe schon mal Stories geschrieben, was gefällt dir? Und dann meinte er, nee, das geht nicht in die richtige Richtung, wir entwickeln das gemeinsam. Und das war total spannend, diese Zusammenarbeit war richtig gut. Ich habe dann ganz viel aus seinem Leben erfahren, was ich vorher gar nicht wusste. Und dann haben wir eben die Geschichte immer wieder, also über Telefon und die ganzen Messenger verfeinert. Und am Set war dann trotzdem alles anders. Also es war eine ziemlich, ziemlich spannende Sache, dieser ganze Prozess von diesem. Wie kamest du denn Millionenklicks auf YouTube? Ja, das war ja sein Comeback, ja, genau. Vom Nino und das Lied geht tatsächlich unter die Haut. Das ist halt wirklich also einfach ein Hammer-Song. Mhm. Und der ist rockiger für die Schlagerwelt. Er besingt sein Leben und wer das hört, der wird mit reingezogen in diesen Song, in diese Story, weil das geht fast jedem so, was er da so singt. Da geht es darum, es geht mir schlecht, ich möchte aber eigentlich, dass es mir gut geht. Also es gibt zwei Seiten in uns, darum geht so ein bisschen dieser Song. Und das haben wir auch versucht darzustellen in einem Video. Und das, glaube ich, ist sehr spannend für viele Leute. Und deswegen kommt der Song gut an. Auch spannend für uns, liebe Zuschauer, zu hören, glaube ich. Holger Menzel, vielen Dank erstmal für die Ausführung mit Nino D'Angelo. Mein lieber Florian, ja, du bist natürlich auch ein bisschen, ich will nicht sagen outstanding, aber du bist natürlich ja, in einem Bereich, bewegst dich in einem privaten Lebensbereich. Wir haben vor der Sendung schon darüber gesprochen, der anders ist als bei anderen Menschen. Ja, du bist mit einem Mann liiert. Ja. Und dieses Thema Homosexualität ist ja
in Deutschland mittlerweile, glaube ich, ich will nicht sagen normal, aber es ist zumindest so, dass man darüber sprechen kann und versucht, irgendwo Wege zu finden, die denen es alle angenehm macht, in Anführungsstrichen. Wie kommst du mit diesem Thema klar? Du hast gesagt, du würdest gerne auch offen darüber reden. Wie ist es für dich quasi, wenn du oder wenn Menschen wissen, dass du eben homosexuell bist? Also das Thema ist für mich eigentlich völlig in Ordnung, weil das einfach das Normalste ist, was es eigentlich auf der Welt gibt. Und viele wissen oder verstehen es einfach noch nicht. Und ich bin stolz darüber, dass meine Eltern oder auch generell mein Umfeld mich da wahnsinnig unterstützt. Und ich brauche mich für meinen Freund und für mich nicht schämen. Also wir sind überall gern gesehen. Ja, und ich bin halt offen. Oder ich lebe offen damit, weil das ist einfach die Realität. Und warum sollte ich das vorspielen oder warum sollte ich es verheimlichen? Also natürlich provoziere ich nicht irgendwie irgendwelche Sachen. Aber ich lebe mein Leben so, wie ich es möchte und so, wie es mir gefällt. Und jeder soll das so akzeptieren. Spürst du immer noch so in der Gesellschaft auf manchen Plattformen dann doch ein Stück weit Gegenwind und die Blicke der Menschen, wenn sie dann mit dem Thema nicht selber umgehen können? Also ich bin ja der Meinung, auch ganz klipp und klar, dass natürlich du selbst erstmal mit dir klarkommen sollst im Leben, dich selber finden solltest, bevor du über andere urteilst. Ne? Das ist mal der erste Fakt, glaube ich, der ganz wichtig ist. Wie gehst du mit dem Thema um, wenn dir Leute irgendwie anders begegnen? Also ich bin ehrlich, klar, man bekommt jetzt über die sozialen Medien doch ab und zu mal doofe Sprüche oder Kommentare, aber ich aber kein Shitstorm, richtig? Nee, okay, da okay. Gott sei Dank nicht. Okay. Aber ich gehe damit eigentlich recht offen um und ich ignoriere auch nichts oder ich greife auch diese Aussagen dann oder ich lasse sie dann zu und gebe auch ein Feedback dazu und denke mir, ja, okay, gut, das ist jetzt eure Meinung, deine Meinung, ist das völlig in Ordnung. Aber es tut mir leid, deine Nase gefällt mir halt jetzt auch nicht. Aber ich muss das jetzt nicht preisgeben. Und natürlich ist es auch heute noch, dass man, wenn man halt unterwegs ist und man küsst halt seinen Freund, man denkt halt schon immer mal wieder, und das ist ja das Traurige eigentlich daran, dieses nicht, oh mein Gott, was denken die jetzt von uns, sondern ich habe eher Angst, dass es halt dann irgendwas passieren kann. Mhm. Weil man einfach durch die Medien ja einfach auch weiß, dass es immer noch leider Situationen gibt, wo einfach Paare angegriffen werden oder sonstiges. Und deswegen mache ich mir da schon manchmal Sorgen, aber ich mache es trotzdem, weil es genauso mein Recht ist, wie jetzt ein Mann und eine Frau oder auch zwei Frauen. Also es ist... Habe ich ganz großen Respekt vor dir, muss ich sagen. Ganz, ganz großen Respekt, liebe Zuschauer. Finde ich extrem bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen Dank. Meine Frage wäre, würdest du auch eine Rolle spielen, einen Homosexuellen zum Beispiel als Musicaldarsteller? Würde das sowas machen? Macht das Sinn? Ist das? Ja, also. Also Hollywood auf jeden Fall. Ich überlege gerade. Eine Schwulenrolle habe ich schon mal gespielt. Okay. Das war aber natürlich dieses Klischeehafte, was natürlich immer ein bisschen doof ist, weil man steckt uns halt immer sehr, sehr schnell in Schubladen. Man denkt, oh, der ist jetzt homosexuell und jetzt ist der genau so. Und ich habe halt damals eine größere Rolle gekriegt, die ich wirklich wollte und die richtig cool war, aber das war halt wirklich dieser Klischee-Homosexuelle. Natürlich habe ich ihn gespielt und ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe ihn wahnsinnig gut gespielt. Also ich würde jetzt sagen, ich kann auch einen Hetero-Mann spielen, aber ich kann auch einen homosexuellen Mann spielen. Also das ist völlig... Gibt es für dich auch so eine Traumrolle beim Thema Musical? Ich habe vorhin von ein paar großen Musicals gesprochen, Starlight Express, bla bla bla. Es gibt ja ganz, ganz Cats, es gibt ja ganz, ganz viele Musicals, die international, die glaube ich, die laufen schon seit 20 Jahren irgendwie gefühlt. Ja. Hast du da irgendwie also, so ein Dream, Big Dream? Ja, tatsächlich. Also Starlight Express bin ich raus, weil Rollschuhfahren ist wirklich nicht meine Sache. Okay. Aber was meine Traumrolle ist, sind sogar zwei. Einmal der Genie aus Aladdin. Mhm. Den finde ich super cool. Nice. Oder auch bei König der Löwen Pumba. Wow, ja. Spannend.
Aber das sind halt natürlich auch diese ganzen Mainstream-Musicals, weil es gibt eigentlich so tolle Musicals, die einfach den Bekanntheitsgrad bei uns in Deutschland gar nicht haben, wo ich auch Gott sei Dank schon mitspielen durfte und auch schon tolle Rollen hatten, die halt einfach jetzt nicht so von Stage Entertainment oder so wahnsinnig gehypt sind, sondern es sind kleine, tolle Musicals, die einfach auch am Broadway oder in London gespielt werden und auch den Weg nach Deutschland gefunden haben. Ach, ich freue mich, wenn ich dazwischen gehen kann, weil ich es spannend finde, das Thema. Jetzt ist natürlich bekannt, der Schauspielmarkt ist unwahrscheinlich umkämpft. Also man erlebt ja an jeder Ecke, er ist Schauspieler, sie ist Schauspieler, ich will Schauspieler werden. Ich glaube, beim Musicalmarkt ist es ähnlich. Oder ist der Markt dann doch noch zu speziell, dass man sagt, hier ist wirklich genug da, um genug Menschen damit ernähren zu können? Weil im Schauspielmarkt kenne ich mittlerweile so viele Schauspieler, die absolut am Existenzminimum leben. Absolut, ja. Also das Problem ist, beim Schauspiel ist halt, die haben, oder also es ist kein Problem, die haben halt viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Die haben ja nicht nur den Sprechtheater, die haben auch Kurzfilme, die haben auch Studentenfilme, die haben auch Filme und Serien. Jetzt in der Zeit von Netflix, Amazon Prime, es wird richtig viel geboten. Im Musical, Deutschland ist wahnsinnig schlecht in Musicalfilmen. Also ich kenne keinen guten deutschen Musicalfilm. Mhm. Also bleibt uns einfach nur die Bühne. Und es ist wahnsinnig schwierig. Ich muss aber jetzt sagen, als männlicher Musical-Darsteller hast du immer mehr ein bisschen mehr Glück als weiblicher. Also wenn ich zu einer Audition gehe, sind da 5 Jungs oder 5 Männer und 30 Frauen. Mhm. Weil es halt natürlich bei Männern ist nicht so viel Auswahl, aber es ist halt immer wieder ein Kampf auf jeden Fall. Also es ist eigentlich wie im Schauspiel. Also interessant, was ich vorhin von dir gehört habe, und das glaube ich kann ich bestätigen, dass du als Musical-Darsteller ja viele Dinge machen musst. Ja? Ja. Du bist nicht ein einfacher Schauspieler, ne? Wie Holger zum Beispiel. Ja? Was natürlich auch wahnsinnig. Alles gut. Und deswegen, Holger, will ich dich nicht auffordern, das zu tun. Aber den Florian will ich auffordern, das zu tun, weil er ist nämlich auch Tenor. Mhm. Und jetzt würde ich gern von dir, ja, du bist heute der absolute Stargast in meiner Sendung, weil du schon wieder Schmäh hast machen müssen. Ich möchte von dir so als Tenor ein bisschen was hören. Für unsere Zuschauer. Also eine Gesangseinlage. Ja, gerne. Also dazu ist immer ganz interessant. Also ich kann ein Lied, wo ich immer wahnsinnig gut eingesungen bin, das ist das ganz normale Happy Birthday. Okay. Bei den anderen ist es immer, da bin ich immer ein bisschen ehrlich, diese ganze Vorbereitung und dieses, man ist nicht auf der Bühne, es ist wirklich anstrengend. Mhm. Ja, und klar, man sagt auch, wenn man eine Steuerberaterin kennenlernt, so cool, machst du mal meine Steuer. Als Musical-Darsteller bin ich halt immer ehrlich, ihr könnt ja gerne mal zu uns ins Theater kommen und uns alle besuchen. Aber Happy Birthday kann ich natürlich für euch singen. Wollen wir das hören, oder? Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja? Aber da muss ich aufstehen beim Sitzen. Gerne. Das ist immer ein bisschen. Dann darf ich dahinter? Darfst du? Kriegen wir das hier mit der Kamera, ja? Wunderbar. Aber nicht, dass du jetzt bassest, ne, während der Szene. Pass auf mich jetzt erstmal rein gleich. Vielleicht hat ja ein Zuschauer oder ein Teammitglied ja heute Geburtstag, dann passt das ja perfekt. Bestimmt, da haben alle Geburtstag heute. Dann können wir ja alle mitsingen. Okay. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow. Die Akustik ist wahnsinnig schön. Ja, die Akustik ist toll hier im Kale. Großartig. Sind wir hier im Möbelhaus, da ist die Akustik wunderbar. Wir haben ja 20 Meter hohe Decken, unfassbar. Ja, das ist wirklich toll. Vielen Dank. Florian, ganz, ganz lieben Dank dafür, für die Einlage. Lieber Holger, auch danke an dich. Ja? Ich könnte jetzt auch sagen, spielen wir mal im Bösewicht ganz kurz. Bitte, ja? Holger, the stage is yours. Ja, also, aber dazu muss ich aufstehen. Ich, Bösewicht, ich hätte tatsächlich, also immer so als Vorstellungstext hat man ja was auf Lager. Den könnte ich euch kurz lassen. Den würden wir gerne hören, Jan? Ja, ne? Ja, selbstverständlich. Na gut, also dann gehe ich da auf die Position. Gehst du auch da? Ja, genau. Vom Kollegen oder zumindest hier so. Ist es Daumen hoch. Was sich aufzubringen? Mein Seel! Wenn man nur zu Wort mich kommen ließe.
Glock 10 Uhr mocht es etwa sein zu Nacht. Und warm just diese Nacht des Januars wie Mai, als ich zum Vater sage, Vater, ich will ein bisschen noch zur Efi gehen, denn heuren wollte ich sie, das müsst ihr wissen, ein rüstig Mädel ist, ich hab's beim Ernten gesehen, wo alles von der Faust ihr ging und ihr das Heumann flog als wie gemaust. Da sagte ich, willst du? Und sie sagt, ach, was du da gackelst. Und nachher sagt sie, ja. Und da sagte ich, Vater, hört er, lass er mich. Wir schwatzen noch am Fenster was zusammen. Na, sagt er, lauf. Bleibst du auch draußen? Na, sag ich, das ist geschworen. Na, sagt er, um 11 bist du da. Na, sag ich, das ist geschworen. Und setz die Mütze auf und geh. Finde ich sehr, sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können die Sendung ein bisschen verlängern, ja, aber leider ist es ein bisschen schwierig. Ne? Aber das Gute ist, gleich bei unserem Quiz, ja, da nützt es nichts. Da kann man noch so gut singen, man kann noch so gut schauspielern. Wenn man diese Fragen nicht beantworten kann, sieht es dünn aus. Genau. Und deswegen gehen wir jetzt ab zum Klugscheißer Oscar, liebe Zuschauer, zum Quiz. Ne? Ich freue mich immer am Ende der Sendung. Und liebe Sarah, bring ihn doch mal rein, komm. Danke dir. Normal steht er ja schon die ganze Sendung hier. Sehr begehrt, ja, bei unseren Gästen hier beim Hellen Kahnsinn. Einer kann ihn leider nur mitnehmen. Ja, wir haben Schätzfragen, wir spielen im Best-of-Five-Modus. Also wer als erstes 3 Punkte hat, wird sich Klugscheißer vom Hellen Kahnsinn nennen dürfen. Und Holger, ja. Du wirst mal starten, deinen ersten Tipp abgeben. Ja? Und Florian wird dann... Sind das Musical-Fragen? Ja, in der Art. In der, kommen wir mal gleich auf die erste. Ja, die erste schon, finde ich. Also die erste Frage ist, wie viele Hotdogs hat der derzeitige Weltrekordhalter in 10 Minuten verschlungen? War erst im Januar übrigens die Hotdog-Weltmeisterschaft. In welchem Musical war das? Cats. Wie viel? Wie viele Hotdogs, also ganz normale Hotdogs, da gibt es ja so eine Normgröße. Gell? Wie viel schafft man da in 10 Minuten maximal? Und ist damit Weltmeister. Okay, ich gehe mal etwas analytisch daran. Ich schätze mal, wenn man richtig schnell kaut, schafft man 2 in einer Minute. Vielleicht 2,5. Das macht in 10 Minuten 20. Ich erhöhe vielleicht, weil es ein Schnellkauer ist und Weltmeister auf ich sag 26. 26, Florian? Also ich sag, wenn man richtig Hunger hat, kann man echt verdammt schnell essen. Okay. Ich spreche aus Erfahrung. Also ich sag 120. Oh, also haben wir, wie viel hast du gesagt, Holger? 26. 26 zu 120. Es sind 72. Wow. Jetzt müssen wir mal rechnen. Der Punkt geht dennoch an Florian. Ja, genau. Du bist näher dran. 1-0 für dich. Krass, 72 Hotdogs. 10 Minuten. Kann ich bestätigen, wir Männer essen sehr schnell, wenn wir Hunger haben. Ja. Ja, das stimmt, ich ja auch. Ich bin so ein notorischer Schnellesser. Einfach schlucken, ne? Genau. Nächste Frage an euch. Schon mal eine Schildkröte gehabt, Florian? Du musst jetzt nämlich als erstes... Nein. Nein, noch nicht. Ich habe eine Katze. Ich auch. Ja. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem die Frage beantworten. Wann wurde die Riesenschildkröte Adviata geboren, die 2006 als älteste ihrer Art im Zoo von Kalkutta gestorben ist? Müsste man jetzt rechnen, wie alt kann so eine Schildkröte werden? Sie war die älteste. Wann wurde sie geboren? 2006 ist sie gestorben. Also ich weiß aus verschiedenen Disney-Filmen, dass Schildkröten verdammt alt werden. Also ich denke mal 1885. Holger? Ja, tappere ich völlig im Dunkeln. Aber um mich natürlich zu unterscheiden, sage ich älter. 1850. Es war tatsächlich 1750. Nein. Die wurde 256 Jahre alt. 1-1. Punkt. Glückwunsch. Ja, das danke für die Vorlage. Gerne. Holger darf jetzt wieder vorlegen bei der Frage Nummer 3. Wie lange würde einer von uns brauchen, um bis zu 1 Milliarde zu zählen? Mhm. Laut, leise im Kopf. Ja, und normal so, wenn man jetzt so anfängt zu zählen, 1, 2, 3, 4. Wie lange dauert es, bis du bei 1 Milliarde dann ankommst? So mit Stimme. 3 Stunden. 3 Stunden? Also, wenn man wirklich so lang zählen kann, also ich wüsste ab 1 Million nicht mehr weiter,
denke ich mal, ja, 1,5 Stunden, würde ich sagen. Axel? Den ganzen Tag. Reicht nicht. Oh, wow. 80 Jahre. Ha? Ja, krass. Wow. Jetzt seid ihr überrascht. Ne? Das ist der Wahnsinn, liebe Zuschauer. Ne? 80 Jahre. Ja, ich stelle gewonnen, das ja schwierig. Ja, das ist der Punkt ja nicht. Der Punkt geht dann tatsächlich an Holger. Ja, aber muss man sich mal vorstellen, wenn man so bei 1.859.000, das braucht ja dann ewig pro Zahl. Ja. Ne? Spannende Frage. Ach, man nimmt so viel Wissen mit hier aus dieser Sendung. Ich liebe diese Sendung einfach. Frage Nummer 4. Wie weit, wir bleiben tierisch, kann ein Floh hüpfen? Ein klassischer Floh. Du schaust mich an, bin ich wieder dran? Nee, Florian muss jetzt vorlegen. Ich denke recht weit. Ich sag mal 3 Meter. 3 Meter? 2 Meter. 2 Meter. Und damit ist es der dritte Punkt für dich. Und du wirst der Klugscheißer des Tages dieser Sendung sein. Er kann 60 Zentimeter hüpfen. Okay. Aber trotzdem ganz ordentlich. Der Klugscheißer Award geht an übergeben, den Oscar. Holger Menzel, meine Damen und Herren, lieber Holger. Wow. Der muss doch in die Kamera zeigen. Ja. Wie bei der Champions League, muss der nach oben mit beiden Händen was. Ne? Oder bei der Oscar-Verleihung. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Auch nächste Woche gibt es natürlich wieder ein Quiz bei uns. Gleich gibt es nochmal Carmen Lehmann musikalisch, aber vorher, so wie sich's gehört, verabschiedet sich der Gastgeber natürlich von seinen Gästen. Ganz genau, lieber Jan. Liebe Zuschauer, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, die 14. Folge des Hellen Kahnsinn mit euch beiden zu begehen. Lieber Florian Hüttner hier aus München, Musicalstar am Gärtnerplatz Theater in München, darf ich nochmal sagen, hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, auch die Eindrücke von dir zu bekommen, auch als Mensch dich ein bisschen beleuchten zu dürfen. Lieber Holger Menzel, ebenfalls so wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben uns erst gestern kennengelernt. Dafür war das eine super, super Sendung mit dir. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Ich freue mich natürlich, wenn Sie nächste Woche da einschalten. Immer donnerstags, 21 Uhr, der helle Kahnsinn. Axel Kahn trifft. Ihnen alles Gute, gute Zeit. Ciao, Ihr Axel Kahn.